Warnstreik bei der HADAG. Ab 4 Uhr hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu einem 24-stündigen Warnstreik bei der HADAG aufgerufen. Der Hafenfährverkehr im Hamburger Hafen und auf der Elbe innerhalb des HVV lag am Donnerstag still. Fahrgäste mussten auf Linienbusse ausweichen. Obwohl die HADAG in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot mit einer Erhöhung der Tarifentgelte um 4,5% und einer Zahlung einer abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie von 2.700 € vorlegte, besteht Verdi auf monatlich 700 € mehr für alle Mitarbeiter.